Nein, hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Kolumne hier auf dem Kanal. Ja, wir fangen, das Top-Thema in der Kolumne ist der FC Bayern München und seine Schwierigkeiten. Ja, was für 35 Fußballvereine in der ersten und zweiten Liga fast Alltag ist, mit mal verlieren, mal gewinnen, mal unentschieden, bisschen Zoff hier, bisschen Streit da, bisschen Haya-Pupaya überall, ist beim FC Bayern München natürlich Schlagzeilen wert, ne? Und ja, ich löse mal so ein bisschen auf, was so passiert ist. Erst der Manuel Neuer-Unfall, Manuel Neuer im Winter hingefallen, die restliche Saison fällt er aus. In diese Zeit fällt dann auch rein das Entlassen des Torwarttrainers beim FC Bayern München. Das bringt Manuel Neuer ein bisschen auf die Palme. Alle wundern sich, warum Neuer nicht so mitspielt, wie er mitspielen soll. Salihamidžić etwas überrascht, Oliver Kahn etwas überrascht, dass ein Bayern-Spieler seine Meinung gegen den Verein stellt. Ja, Herr Kahn, das kann auch mal passieren. Da haben wir alle Eier in der Hose. Und ja, weiter geht's. Jetzt das Spiel in Gladbach ist natürlich verloren gegangen. Thomas Müller stinksauer, weil er in der 15. Minute schon ausgewechselt werden muss. Julian Nagelsmann hat hinten am Ende des Spiels gesagt, ja, war eine scheiße Idee. Ja, genauso wenig gute Idee war, dass er in die Schiedsrichterkabine gegangen ist und hat die Schiedsrichter zur Sau gemacht, auf Deutsch gesagt. Ja. Obendrauf kommt dann noch eine Veranstaltung in Hannover, wo Herr Uli Hoeneß zu Gast war, wo er den DFB als Amateurverband bezeichnet. Mal gucken, ob das auch noch irgendwas bringt. Bei Nagelsmann hat der DFB jetzt ein Strafverfahren in dem Sinne, was es ja bei normalen Menschen wäre, ein Verfahren aufgemacht, um die Sachen aufzulösen. Mal gucken, was der DFB noch so sagt. Nagelsmann sollte sich ja in dieser Woche Stellung beziehen und seine Meinung dazu sagen. Wer weiß, was er sagt. Er hatte sich ja an dem Abend dann, als er wahrscheinlich bei Sinn wieder war, öffentlich bei Twitter entschuldigt. Ja, aber einmal gesagt, steht's auch im Berichtsbogen. Also von daher ist das eigentlich auch völlig für den Eimer. Ja, und jetzt brennt der Busch in der Säbener Straße. Oliver Kahn will am liebsten, glaube ich, seinen Bürostuhl zusammentreten. Und Salihamidžić weiß nicht, ob er mit Manuel Neuer sprechen soll oder mit Julian Nagelsmann. Mal gucken, wer zuerst mit wem spricht. Zumindest hat der DFB jetzt schon mal gesprochen. Upamecano hat für sein Foul zumindest ein Meisterschaftsspiel des FC Bayern München eine Sperre bekommen. Ja, das war erwartbar. Und ja, mal gucken. Schiedsrichter werden jetzt auch noch befragt. Die sind ja beteiligt daran. Mal gucken, was der DFB für Nagelsmann noch übrig hat. Und ich bin natürlich persönlich auch mal gespannt, ob die Aussage von Uli Hoeneß in Hannover in der Veranstaltung auch noch nach Konsequenzen nach sich zieht. Weil ich glaube nicht, dass ein Verband wie der DFB sich als Amateurverband betiteln lassen will. Das würde mich sehr überraschen, wenn es da nicht auch noch einen in den Nacken kriegt. Ja, also das, was der FC Bayern im Moment erlebt, hat im Grunde genommen den ganz normalen Alltag, was 35 Vereine in der ersten und zweiten Liga eigentlich in der gesamten Saison immer mal wieder haben. Nur, dass der FC Bayern halt eben
der FC Bayern ist und nicht Kräuter Fürth oder Sandhausen, wo es eh keinen interessiert. Also zumindest medienmäßig wird das kurz erwähnt, aber ansonsten ist das ja nicht interessant. Für den FC Bayern haben wir ja immer ein Ohr offen. Naja, mal gucken. Das war die Kolumne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, moin nochmal. Ich wollte gerade die Kolumne hier hochladen und schön bearbeiten. Da hat doch der DFB einfach mal in meine Bearbeitung reingekrätscht mit der Entscheidung über Julian Nagelsmann Entgleisung beim Spiel in Gladbach. Ja, und ich sag mal so, ich habe mir das mal angeguckt und ja, peinlich, ne? Sehr peinlich. Aber sowas von peinlich. Ja, was sagt man dazu? Für schwaches Pack und Idioten oder was auch immer, kriegt man 50.000 Euro Strafe. Nicht mal eine Spielsperre. Also das ist mir definitiv zu wenig, aber sowas von zu wenig. Ich hätte da schon was anderes gesehen gerne, weil das ist in die Trainerkabine rein, in die Schiedsrichterkabine reinrennen, die völlig zur Sau machen und dann nur 50.000 Euro Strafe für unsportliches Verhalten. Das geht gar nicht. Also ich weiß nicht, wer das beim DFB, wer das da entschieden hat, aber das definitiv zu wenig. Der hat anscheinend die Sachlage nicht gelesen oder nicht verstanden oder die Schiedsrichter nicht richtig angehört oder was auch immer. Ich weiß nicht, was Julian Nagelsmann gesagt hat, das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber tut mir leid, aber nur weil er sich vielleicht ein paar Stunden später abends entschuldigt hat für die Entgleisung. Nein. Überhaupt nein. Es ist traurig, dass man für verbale Entgleisungen solche Strafen kriegt. Andere kriegen für ganz andere Sachen ganz, ganz viel mehr. Ne, Upamecano ist dann gesperrt worden für ein Spiel. Oder so ähnlich. Ne? Das ist dann, ja, rote Karte, ne? Notbremse, eine Einspielsperre. Ja, wenn ich das schon sehe, dann müsste Nagelsmann normalerweise 5 Spiele zu Hause sitzen auf der Couch. Das wäre die richtige. Und die 50.000 Euro Strafe obendrauf. Beides wäre sinnvoll gewesen. Damit die Leute auch mal lernen, dass sie ihre Griffel bei sich halten müssen. Ja, wir haben sowieso das Problem beim DFB und bei dem Fußball mit Emotionen. Dürfen wir ja sowieso nicht zeigen. Weil wenn wir sie dann zeigen, dann kommt und uns dann auch wirklich verbal und komplett entgleisen und die Schiedsrichter beleidigen und alles Mögliche. Das muss nicht sein. Das ist auch richtig so. Aber dann die entsprechenden Strafen auch dafür. Und nicht nur Geldstrafe. Das ist mir zu wenig. Und das hat auch ein FC Bayern München nicht verdient. Die Strafe darf gerne etwas kräftiger ausfallen. Da muss man mal nacharbeiten in meinen Augen. So, und das ist der Kommentar zu dem Thema. Und dann wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, eine angenehme Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.